gibt es ein Knusperfrühstück mit 6 unten Zutaten. Da könnt ihr auch ein bisschen variieren. Ihr müsst euch jetzt nicht da festnageln an den Zutaten, wo ich jetzt habe. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt so alles drin habe. Und ich sage euch auch, mit was ihr es ersetzen könnt. Ich habe hier Kokosöl, also ich will da schon auf Kokosöl setzen. Ich habe hier frische Himbeeren. Agavendicksaft habe ich. Könnt ihr Honig nehmen. Haferflocken. Nüsse, also ich habe jetzt hier Mandeln genommen, Kokoschips verwende ich jetzt noch und später den Joghurt, der dann oben drauf kommt. Ich habe hier einfach Joghurt mit 0,1% Fett genommen und zum Süßen werde ich jetzt Vanilla Flake Drops nehmen. Da könnt ihr ja auch andere Süßungsmittel nehmen, also das bleibt euch überlassen. So, ich tue jetzt hier mal alles vorbereiten und dann sehen wir uns. So. Ich habe das schon mal hier ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt 5 Gramm Kokosflocken, 5 Gramm Mandeln genommen, 35 Gramm Haferflocken. Hier habe ich mir etwas Wasser vorbereitet. So, als erstes gebt ihr den Honig oder den Agavendicksaft in die Tasse rein, in die der später komplett alles reinkommt. So, das sind jetzt 15 Gramm. Macht ihr Kokosöl rein, 8 Gramm. So, jetzt macht ihr hier noch etwas Wasser dazu. Das waren jetzt so 10 Gramm Wasser. Das verrührt ihr jetzt kurz. So, und jetzt gebt ihr die Haferflocken dazu. Und die restlichen Zutaten, also die Kokosflocken und die Mandeln. Das Ganze wird jetzt hier so verrührt, bis da die ganze Flüssigkeit, also das Kokosöl, Agavendicksaft aufgenommen wurde. Das kommt jetzt erstmal für eine Minute in die Mikrowelle. Dann holen wir es raus. Und verrühren es dann nochmal. Wir müssen halt darauf achten, dass es nicht anbrennt. Deshalb mal circa eine Minute. So, ihr seht, es kommt jetzt für eine Minute in die Mikrowelle. So, ich habe das jetzt rausgeholt. Du sollst es hier nochmal verrühren. Es sollte nicht anbrennen. Es wird aber dann knusprig. So, das Ganze kommt jetzt wieder für 30 Sekunden in die Mikrowelle. So, wieder raus. Das wird jetzt wieder hier verrührt. Und das Ganze wird jetzt noch ein paar Mal wiederholt. Ich sage euch dann, wie oft ich gebraucht habe. Aber ihr seht ja dann, wie das am Schluss aussieht. Und je nachdem, also wie oft ihr das dann, also ihr seht ja dann, wie oft ihr es wiederholen müsst. Das tue ich jetzt wieder rein. Wieder 30 Sekunden. So, das habe ich jetzt 5-mal wiederholt. Ihr seht, es sollte dann so braun sein. Das lassen wir jetzt abkühlen, das ist richtig warm, heiß sogar schon. Und jetzt machen wir hier den Dip noch oben drauf. Dann nehmen wir gerade den Joghurt. Viel brauchen wir da auch nicht. So, 50 Gramm und zum Süßen, ja, ich nehme jetzt hier halt die Vanilla Flake Drops. Das ist dann auch wieder abhängig, je nachdem wie süß ihr es wollt. Ich mache mal 5 Tropfen rein. Da könnt ihr alles nehmen, ihr könnt ja normalen Süßstoff nehmen oder wenn ihr andere Flake Drops habt, aber ich finde Vanille ist so mit, ja, das passt. So, wir sehen uns gleich, wenn das Granola, also wenn das Knusperfrühstück dann abgekühlt ist. So, das Granola ist abgekühlt. Ich sage jetzt Granola, weil es ja so ähnlich ist. So, jetzt haue ich hier auf den Rand den Joghurt drauf. So, und am Schluss haue ich jetzt einfach hier ein paar frische Früchte drauf.
Und das war's. Das ist euer Knusperfrühstück oder unser. So, die Makros und so weiter werde ich dann unten nochmal in die Beschreibung packen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten. Also das Ding ist in 5 Minuten erledigt und schmeckt hammer.